Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Tag auch und ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich bin für Sie unterwegs in Niedersachsen und Bremen und heute zur Abwechslung mal wieder in der Hauptstadt zugange. Das ist auch eine gute Wahl, wenn es um Niedersachsens regionale Küche geht. Denn hier in Hannover sollte man darüber bestens Bescheid wissen. Und Sie haben richtig gehört, heute in der Sendung bei mir geht es ums Kochen. Kochen macht Spaß, Kochen verbindet. Und gerade jetzt, wo es hier draußen so kalt ist, freut man sich immer auf was Warmes. Genug Gründe also, das zu beherzigen und gleichzeitig unser schönes Bundesland kulinarisch vorzustellen. Denn ich möchte natürlich regionale Gerichte zaubern. Und das geht am besten in einer Kochschule. Der Name ist Programm. Hier in der Kochschule Hannover gibt es verschiedenste Kurse zum Thema Kochen. Und die Thematiken, die reichen wirklich vom klassischen Candlelight Dinner bis hin zu Party-Snacks und Fingerfood. Und mein Lehrer ist heute Jan Sierakowski. Hallo, Hi. Hallo Marin. Ich freue mich, hier zu sein und mal deine Kochkünste zu entdecken und vor allen Dingen diesen privaten kleinen Kochkurs zu erleben. Wie sieht's aus mit niedersächsischer Küche? Ist das auch im Programm? Ja. Wir haben das einmal bei uns auch. Die neue deutsche Küche nennt sich das. Okay. Wo wir halt alte Omas Gerichte neu aufpeppen, okay, und sozusagen in neuer Kreation verwenden. Mhm. Und heute habe ich mir auch was Tolles ausgedacht, auch eine Regionalküche, mhm, und zwar ein Drei-Gänge-Menü. Okay. Wir werden als erstes frische Blattsalate machen mit karamellisierten Nüssen, mhm, gebratenen Speck, sortierten Birnen und dazu Harzer Roller in Sesammantel. Harzer, also das ist ja was im Prinzip, ja, genau, aus Niedersachsen. Richtig. Ich verstehe. Also es klingt gut. Bevor wir allerdings das anfangen, möchte ich natürlich noch so ein bisschen was zu dir und zu euch erfahren, zu der, ja, Kochschule. Du und deine Frau, ihr betreibt hier diesen Laden, sage ich jetzt mal. Ja. Das ist sehr erfolgreich, sieht sehr schön aus, muss ich sagen. Danke. War das die Leidenschaft zum Kochen oder wie kam das? Wie kam dir dazu, jetzt diese Kochschule hier zu machen? Ja, ich hatte mal in einem Restaurant gearbeitet, da haben wir auch Kochkurse gegeben. Das, mhm, hat mir sehr gut gefallen. Nur war das Problem, wir haben das halt in der professionellen Küche gemacht. Mhm. Und die Teilnehmer konnten nicht richtig mitwirken. Eigentlich haben wir eher was gezeigt. Okay. Und die haben dann ein bisschen was nachgemacht, aber nicht aktiv gekocht. Mhm. Und daraus kam die Idee, eine Kochschule aufzumachen. Und dann halt mit Hausgeräten, also die Leute, die Geräte auch zu Hause haben, hier zu verwenden. So man es im Prinzip noch einfach auch nachmachen kann. Richtig. Ja. Und dass jeder wirklich aktiv mitmacht und, mhm, essen kann. Ach so. Und ja, ihr seid dann zu zweit quasi. Du bist als Koch hier und deine, genau, Frau auch? Meine Frau ist dann eher im Büro tätig. Mhm. Sie macht dann das ganze Kaufmännische, mhm, und ich dann halt den Kochbereich. Was ist so für ein Klientel, was hier kommt? Ja, wie du schon sagtest, also alles durchweg. Mhm. Wir haben welche, die sagen, viele Frauen sagen, ich möchte meinem Mann das Kochen beibringen, ich möchte ihm gerne was schenken. Okay. Er kann überhaupt nicht kochen, was können wir da machen? Und da haben wir spezielle Kurse, zum Beispiel den Basic-Kurs, das ist dann für richtige, blutige Anfänger, wo, mhm, die da schneiden, lernen, mhm, Soßen ansetzen. Gibt es da noch viele? Ja, also wir bieten den regelmäßig an, so viermal im Monat und der, okay, sind dann immer so pro Kurs 16 Teilnehmer. Mhm. Oder die Frauen sagen auch, war halt lustiger, dass der Männerkochkurs, wo die Männer dann halt, mhm, für die Frauen kochen. Mhm. Da kochen die dann hier ein Vier-Gänge-Menü und die Frauen kommen 2 Stunden später dazu und werden dann verwöhnt. Aber wie gesagt, also jeder ist hier, auch wenn er ein Laie ist, kann er auch einen schweren Kurs machen. Mhm. Also wir gehen immer an die Hand, nehmen ihn bei der Hand und helfen ihnen dann dabei. Super, und ich finde, also es ist sehr, sehr groß. An der Wand finde ich viele Leute Platz hier dann, ne? Ja, also die normalen Kurse, wo die dann was lernen sollen, sind dann in kleinen Rahmen, so bis 16 Personen. Mhm. Und wir machen aber auch Kochveranstaltungen, wo dann halt bis zu 70 Personen kommen für Filmen. Oder okay, Hochzeiten oder Geburtstage. Aber das Motto ist immer, wer hierher kommt, muss selber kochen. Mhm. Also es wird nichts vorbereitet. So soll sein in der Kochschule, ja, und ne? Und alles selbst gemacht. Okay. Und es ist dann auch eine richtige Kochschule. Also, mhm, es wird einem richtig was beigebracht. Gut, da bin ich gespannt, wie ich mich dann so anstelle. Ja. Du bist schon super in Montur. Ja. Kriege ich auch noch sowas? Natürlich. Ja? Ich habe schon eine Schürze für dich. Die haben wir hier. So, jetzt fühle ich mich passend gekleidet. Ja. Ich passe sehr gut zu dir. Siehst gut aus. Dankeschön. Du hast vorhin schon erwähnt und angefangen, das Menü zu beschreiben. Salat, ja, hatte ich in Erinnerung. Richtig. Was gibt's noch? Ja, der Salat, den habe ich ja schon gesagt. Und, mhm, einen Hauptgang machen wir eine Lammschulter, mhm, geschmorte Lammschulter mit Bohnenspündchen im Speckmantel. Okay. Und dazu richtig gute Lüneburger Bratkartoffeln. Aha. Und zum Dessert haben wir die typische Welfenspeise mit Weinschaum.
Okay, habe ich persönlich noch gar nichts von gehört. Ja, das ist hier so ein Regionalgericht. Das ist eigentlich das Bekannteste, was es so hier in Hannover gibt. Interessant. Lass ich mich gerne überraschen. Das sieht schon sehr lecker aus. Das ist schon alles angerichtet. Ich nehme an, die Vorspeise. Da kümmern wir uns jetzt erst zum Anfang drum. Genau. Wir machen jetzt komplett die Vorspeise. Und zur Vorspeise machen wir auch ein frisches Baguette, ein Kräuterbaguette, weil was zum Salat passt, natürlich Brot. Und damit fangen wir an. Also ihr macht grundsätzlich alles selbst? Wir machen alles selbst. Es wird hier nichts gekauft, von Nudeln, Eis bis zum Brot machen wir alles selber. Mhm. Gut, also aber auch mal viel Arbeit dabei, ne? Man hat dann die Leute gut zu beschäftigen. Ja genau, die wollen ja auch was zu tun haben. Mhm. Wir müssen sie ungefähr so 4 Stunden beschäftigen. Und das ist eine Menge Zeit. Okay, das Essen ist auch dabei. Mhm. Aber die sind ja nun hier auch hergekommen und wollen ja nicht nur zugucken und machen, und sondern man selbst aktiv sein. Und natürlich, das ist das Wichtigste. Und umso mehr man zu tun hat, umso erfolgreicher oder schöner ist das für die Teilnehmer. Fangen wir an mit dem Brot, mit dem Kräuterbaguette. Dazu musst du als erstes das Mehl abwiegen. Wir brauchen 500 Gramm von dem Mehl. 500 Gramm, ist das normales Mehl? Ja, das ist normales Weizenmehl, Typ 405. Perfekt. Das reicht. Das reicht? Mhm. Gut. Okay, als nächstes musst du die Hefe im Wasser einweichen. Da haben wir 1/4 Liter lauwarmes Wasser. Das ist ganz wichtig, wenn du frische Hefe arbeitest. Mhm. Früher hat man bei Oma hat man ja immer einen Vorteig gemacht. Das heißt, man hat hier eine Grube reingemacht, die Hefe gebröckelt und ein bisschen Wasser rein oder lauwarme Milch. Ja. Und hat das vorgehen lassen. Das brauchen wir jetzt alles gar nicht mehr. Trick ist, lauwarmes Wasser nehmen. Okay. Dann nehmen wir einen halben Block frische Hefe. Und die bröselst du da rein. Das lauwarme Wasser ist dazu da, dass die Hefe sofort aufgehen kann. Reinbröseln. Also, wenn du jetzt kaltes Wasser nehmen würdest, würde es sehr lange dauern, bis die Hefe aufgeht. Mhm. Würdest du zu heißes Wasser nehmen, könnte es sein, dass sie dann kaputt geht. Ne? Weil es sind ja lebende Bakterien. Ich verstehe. Die würden dann sterben. Gut verrühren, bis es alles aufgelöst ist. Mhm. Dann musst du noch den Teig natürlich auch ein bisschen würzen mit Salz. Mhm. Dann kannst du so eine große Prise da schon mal reingeben. Eine große Prise sind immer so 3 Finger, sagt man immer, genau. Ne? Ja, genau. Ja, noch mehr. Da kannst du 3 von. 3 von, okay. Ja. Dann geben wir auch eine Prise Zucker dazu, damit die Hefe ein bisschen, die braucht ja Nahrung, ne? Und Zucker ist immer die beste auch Nahrung. Auch so eine Prise, die, so, ja? Ja, genau. Ich habe es auch mal gehört, an alle herzhaften Speisen kommt eine Prise Zucker. Genau, oder säuerlichen, ne? Ein bisschen Salz. Ein bisschen, ja, genau. Das vom Salz war okay auch, ne? Ja. Gut, kannst du das hier runternehmen? Sieht, glaube ich, auch gut aus. Stellen wir das hier ab. Und dann kannst du alles da reingießen. Generell, du bist ja als Koch jetzt hier. Zu kochen ist sicher das eine, aber das dann auch anderen Leuten so ein bisschen nahe zu bringen und beizubringen, wie kam das? Also musstest du da noch extra dich für weiterbilden oder ist das einfach für dich so eine Vorliebe auch? Also ich kann ganz ehrlich, also als ich meinen ersten Kochkurs machen musste, wurde ich ins kalte Wasser geschmissen. Ja. So nach dem Motto, Jan, mach mal. Da hatte ich natürlich Adrenalin im Blut und war nervös. Okay. Aber das halt kommt dann von alleine. Wichtig ist erstmal, dass man dann halt frei vor vielen Leuten redet. Das ist dann ja Lappenfieber. Ne? Ja, wenn man dann beim Kochen ist, ist das dann ziemlich leicht. Also, zumal du ja auch Ahnung hast von dem, was genau, du da tust. Ne? Richtig. Und ja, das ging dann. Also von Mal zu Mal wurde es besser. Also ich musste da jetzt nicht eine Schulung machen. Also ich habe dann halt einfach von meinem Wissen erzählt. Ja, ja. Genau. So, jetzt kommt das Öl dran. Jetzt kommt das Knoblauchöl. Mhm. Da kann ich dir auch mal einen Trick zeigen. Viele finden das ja immer nervig, wenn man Knoblauch schälen muss. Ne? Ja. Und da gibt es auch einen Trick, wenn du das Messer nimmst mit der flachen Seite und kurz anknackst. Mhm. Die lassen wir mal außen vor. So. Dann knackt die Schale auf und dann kannst du eigentlich nur noch mit 2 Schnitten die abmachen. Ah, dann löst sich's fast von alleine. Richtig. Okay. Jetzt zeige ich dir mal eine schnelle Methode. Wir geben das einfach hier rein. Mhm. Dann nehmen wir geschmacksneutrales Öl. Mhm. Kennst du denn geschmacksneutrale Öle? Sag mir mal eins. Geschmacksneutral würde ich jetzt vermuten, Sonnenblumen- oder Rapsöl. Ja, genau. Ja. Das Sonnenblumenöl, Rapsöl. Mhm.
oder Maiskernöl, das sind so die gängigsten. Ne? Geschmacksneutral ist dafür, dass der Eigengeschmack vom Knoblauch nicht verändert wird. Ne? Ich verstehe. Und geschmacksneutrale Öle sind auch hitzebeständiger als zum Beispiel Olivenöl oder so. Okay. Von der Intensität her des Knoblauchs, was muss man so rechnen, dass das Öl einen guten Geschmack hat oder dass sich das im Prinzip vom Geschmack her nicht zu viel ist und nicht zu wenig? Also wir machen das immer so, wir machen bei unserem Kochkurs meistens immer gar nicht eine ganze Knolle. Mhm. Und dann müssen die eigentlich, die Faustregel ist, dass es gut bedeckt ist mit Öl. Ah, okay. Und das kann man dann aber auch variieren, ob man das her flüssig haben möchte oder ein bisschen als Püree. Mhm. Okay, das reicht schon. Das sieht auch gut gleich verquillt ja. aus. Und schön verbunden. Und Öl hat ja auch noch eine Eigenschaft. Ne? Früher, als Kolumbus Amerika entdeckt hatte, gab es ja noch keinen Kühlschrank. Da wurden ja die Lebensmittel mitgenommen und irgendwie haltbar gemacht. Mhm. Zum Beispiel geräuchert, gesalzen. Ja. Und was noch? Mit Knoblauchöl? Ja, ungefähr. Aber matt ist so, in Öl einlegen. Ne? Öl konserviert. Das stimmt. Öl, ja. Und das hält dann auch sehr lange. Wenn du das dann zum Beispiel in so ein leeres Marmeladenglas füllst mit einem Deckel, Schraubdeckel drauf, dann kannst du das bis zu 4-5 Wochen im Kühlschrank aufbewahren. Mhm. Also hast du immer Knoblauchöl immer am Start. Weiter geht's mit den Kräutern. Für unser Brot benötigen wir Rosmarin und Thymian. Dann den Teig zu Baguette-Stangen formen. Auf einem Backblech positionieren und jeweils mit reichlich Olivenöl begießen. Kräuter und grobkörniges Salz kommen obendrauf und dann geht's ab in den Ofen. Was macht ein Menü ausgewogen? Ein Menü macht ausgewogen, dass man viele Geschmacksrichtungen trifft. Also von süß, sauer, scharf, herzhaft. Mhm. Auch im Fleisch, Fisch zum Beispiel anbietet, nicht nur Fleisch. Mhm. Auch vielleicht in der Vorspeise, wenn man Pasta hat, dann Pasta hat und im Hauptgang dann nicht wieder Pasta, sondern eine Abwechslung, dann wahrscheinlich Kartoffeln oder Reis. Mhm. Das macht ein Menü aus. So, die sind gewürfelt. Ja, die geben wir, kannst du jetzt hier in die kalte Pfanne geben. Ohne Öl? Ohne Öl. Mhm. Weißt du, warum ohne Öl? Weil genug Fett vielleicht drin ist, das ausbrennt. Richtig, da braucht kein Fett mehr rein, das hat genug Fett. Wie bei den Nüssen eigentlich auch, ne? Die braucht man ja eigentlich, wenn man sie anspitzt, ja eigentlich auch ohne Öl. Richtig, wenn man sie röstet, heißt das? Rösten. Nüsse schützt man nicht an, die röstet man. Meinte ich auch. Ja, die, genau, auch ohne Öl, weil die auch eigenes Fett haben. Gut, die geben wir jetzt kalt hier rein und lassen das langsam heiß werden. Mhm. So wie auch der Zucker in einer anderen Pfanne. Sobald dieser karamellisiert ist, kommen die Haselnüsse hinzu. Das Ganze gut verrühren und dann die noch warme Krokantmasse zum Abkühlen beiseite stellen. Als nächstes Birnen entkernen, karamellisierten Zucker mit Weißwein ablöschen und Birnenspalten in die Pfanne geben. Für unsere Parmesankörbchen Käse raspeln, kleine Nester formen und für kurze Zeit im Ofen backen. So, das siehst du ja, ist schön hart geworden. Ne? Ja, das stimmt. Der Zucker ist karamellisiert. Und dann nimmst du das so und brauchst das einfach nur so in Splitter. Mhm. Wenn die denn so groß sind, ne? Mhm. Weil die auf den Salat gehen. So ungefähr diese Stärke. Okay. Okay. Ich guck schon mal nach den Parmesan hinten. Mhm. So, siehst du, die sind jetzt goldbraun, die können wir jetzt rausnehmen. Mhm. Wie gesagt, da musst du immer nach Gefühl. Oh ja, Parmesanduft breitet sich aus. Ja. Wow. Und das ist dann so ein Körbchen, ne? Da werden wir dann den Salat anrichten drin. Ach so. Und dann isst du den Salat und dann hast du so einen Crunch-Käse da unter. Die originellen. Ja. Aber muss sich auch immer was Neues einfallen Richtig. Lassen, ne? So ein paar das Ideen, ist ja ne? toll. Aber ich glaube, das macht auch Spaß ne? mit den Lebensmitteln. Man experimentiert ja auch so ein bisschen. Ne? Ja, genau. Das ist cool. Und dann die Kombination. Mm. Und das ist Freude. Und vor allem, die Leute können sich das merken. Das ist nicht zu kompliziert. Das stimmt eigentlich gar nicht. Ja, man kann das auch zur Suppe geben. Ja. Da kann man oder zum Einfach gemacht. Verschiedene Sachen. Genau. Ja. Schließlich widmen wir uns dem Salat, der eigentlichen Vorspeise. Rucola, Radicchio und Chicorée werden gezupft und gewaschen. Für das Dressing Senf, Walnussöl und weißen Balsamico-Essig verrühren und dann die Harzer Käsehälften in die Sesammischung tauchen.
So, die Zutaten für unseren Salat sind nun fertiggestellt. Anrichten tun wir das Ganze später, denn das soll auch natürlich auch gut aussehen. Wir wechseln den Schauplatz und jetzt geht es erstmal an die Hauptspeise. Richtig. Und zwar haben wir da, wie gesagt, unsere geschmorte Lammschulter mit Bohnen, Bündchen und Speckmantel. Bündchen im Speckmantel ist, wenn ich da mal unterbrechen darf, ist auch so eigentlich regional. Ne? Regional, also das habe ich sehr häufig schon mal. Also ich habe meine Ausbildung in der Lüneburger Heide gemacht. Ja. Da war das Tradition. Ach so, ja. Dann gehen wir dieser Tradition nach. Genau. Und dazu gebratene Seitlinge. Ah, diese Pilze hier. Genau. Ja? Das sind ja auch ordentlich ein paar Knollen. Ja, die sind schön fest, ne? Und haben einen guten Geschmack. Und ja, unsere Bratkartoffeln, die dürfen in der Lüneburger Heide ja überhaupt nicht fehlen. Ah, okay. Ja, gute Bratkartoffeln sind, glaube ich, auch nicht so einfach. Richtig, ne? Das muss man können. Okay. Wie fangen wir an? Wir werden als erstes die Lammschulter anschmoren. Mhm. Dazu kannst du schon mal ein bisschen Öl in die Pfanne geben. Das hier? Ja. Da haben wir auch wieder geschmacksneutrales Öl. Das reicht, nicht zu viel. Wenn das heiß wird, können wir schon unser Gemüse, was natürlich den Geschmack für die Soße nachher gibt, schon mal schneiden. Würzen ist ja auch immer so eine Streitfrage, ne? Würze ich das jetzt vorher oder nachher? Richtig, ja. Wenn wir jetzt, man könnte das jetzt salzen vorher, weil wir es ja direkt gleich reinlegen, wenn man darauf länger warten würde, erstmal so zur Seite legen und schon gewürzt haben, nimmt das Salz und zieht das Wasser, ne? Jetzt könnte man das salzen, Pfeffer würde verbrennen bei der Hitze. Okay. Deswegen, wenn das schön angebraten ist, werden wir es hinterher von beiden Seiten würzen, bevor wir es in den Ofen geben. Alles klar. Gut, das brät dann an, wenn das schön angebraten ist von beiden Seiten. Viele sagen immer, die Poren müssen sich schließen. Wer hat denn Poren? Das Fleisch? Hat das noch Poren? Nee, nicht, weil die Haut ist ja ab. Richtig. Also es muss versiegeln, heißt es in der Fall. Ja. Also für die Soße Tomatenmark zum Gemüse geben, mit gutem Rotwein ablöschen und ein wenig schmoren lassen. Garniert mit Rosmarinzweigen und Tomaten wandert die Lammschulter bei 160 Grad Ober- und Unterhitze für eine knappe Stunde in den Ofen. Ja, liebe Zuschauer, die Hälfte unseres Menüs ist nun quasi fast fertig. Wir machen eine kurze Pause und dann widmen wir uns den Bratkartoffeln und natürlich dem Dessert. Und dann wird natürlich probiert. Bis gleich. Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Tag auch. Ich bin heute in der Kochschule Hannover und hier zaubern wir ein regionales Drei-Gänge-Menü. Bei mir ist Jan Sierakowski, er ist mein persönlicher Kochlehrer heute. Und wir waren bereits beim Hauptgang, unsere Lammschulter, die ist noch im Ofen. Und jetzt wollen wir uns mal deftigen Bratkartoffeln widmen, ne? Richtig. Ich habe die schon abgegossen und leicht abgeschreckt im kaltem Wasser. Also die sind jetzt schon im Prinzip gekocht? Die sind gekocht, aber nicht ganz durch. Ah ja, das sondern ein bisschen bissfest, ne? Damit die auch nachher schneidbar sind. Das ist so dieses Geheimrezept, weil eine gute Bratkartoffel ist ja nicht ganz so einfach. Richtig. Und wichtig ist auch, dass man festkochende Kartoffeln nimmt, damit die auch schön in Form bleiben. Wenn man mehlig kochende nimmt, wird es leider die nicht. Die zerfallen, das liegt auf der Hand. Generell nochmal von der Zubereitung dann? Also die Pelze, dann werden wir die in den Kühlschrank legen. Am besten ist über Nacht. Dann wird die Stärke schön fest. Dann kann man die gut schneiden. Dann bleiben die in Form. Dafür haben wir nicht die Zeit. Wir werden die aber auch auskühlen lassen. Dann schneiden. Dann werden wir grünen Speck in Würfel schneiden. Zwiebeln in Julienne schneiden. Nachher werden wir den Speck auslassen in der Pfanne. Die Bratkartoffeln, also die Kartoffeln dazugeben. Würzen mit Salz und Pfeffer. Wenn das eine schöne Farbe hat, die Zwiebeln dazugeben, weiterbraten und fertig sind die Bratkartoffeln. Das kann eigentlich nur schmecken. Ja, glaube ich auch. Ist sehr einfach eigentlich, wenn man es kann. Ne? Aber ist ja alles einfach. Richtig. Beim Pellen ist auch wichtig, hier erstmal einen Schnitt reinmachen und dann wirklich pellen. Ne? So pellt man Kartoffeln. Also nicht versuchen zu schälen oder so. Gut. Wenn die lauwarm sind, wie jetzt, wenn man die abschreckt, dann lassen sie sich am besten pellen. Ne? Wenn die zu kalt sind, dann ist es schwer, die Schale abzukriegen. Mhm.
So, geschnitten gut. Ist alles. Ja. Jetzt geht's ans Braten. Genau, wir haben hier einmal, fangen wir an dieser Pfanne, machen wir die Bratkartoffeln. Mhm. Da haben wir den grünen Speck. Den lassen wir erstmal ausbraten, ne? Dass der Fett, das Fett sich richtig austritt. Deswegen auch wieder kein Öl, ne? Richtig, kein Öl. Können wir dann sehen, man muss mal sehen, ob wir nachher noch ein bisschen mehr reingeben. Das würde dann reichen. Das hat dann auch so einen richtigen Schmalzgeschmack, ne? Also wenn man das nicht hat, kann man auch Schmalz nehmen, Schweineschmalz. Ach so. Ja. So, zu guter Letzt kommen wir jetzt zur Nachspeise. Die da heißt Welfenspeise, ne? Richtig. Das musst du nochmal erklären. Was ist das genau? Das ist eine Milchspeise, so ähnlich wie Panna Cotta von Italien. Okay. Also Milch und Vanilleschote wird aufgekocht. Mhm. Und statt Gelatine wird es mit Stärke gebunden und wird noch mit geschlagenem Eiweiß untergehoben. Und dadurch ist es ein bisschen fluffiger. Ja. Ich verstehe. Aber Welfenspeise, wieso Welfen? Was hat das, was bedeutet das Wort? Das ist so ein Eigenname, das wie bayerisch Creme, das aus Bayern kommt. Ach so. Und die Welfenspeise ist hier aus der Region Hannover. Aha. Und wurde, das weiß ich jetzt nicht genau, entweder durch eine prominente Person oder durch eine Region. Meistens kommen da durch die Speisennamen her. Ach so, interessant. Also wir bleiben auf jeden Fall traditionell hier in Niedersachsen, was ja sehr gut ist. Unser Menü ist jetzt fertig gekocht, jetzt geht es ans Anrichten. Ja. Gibst du den Besuchern da manchmal auch so Tipps, weil das Auge ist ja mit, ne? Ja. Und so ein Teller muss ja auch oder möchte ja auch gerne schön garniert sein. Richtig, also ich zeige meistens immer ein Beispiel und die machen das dann nach. Okay. Oder wenn sie dann halt Wünsche haben oder selbst kreativ sein, können sie das dann auch machen. Und das Moderne ist ja eigentlich eher immer, man neigt dazu, immer kleinere Portionen zu haben und der Rand wird immer größer. Ja. Ist das auch so Trend? Ist da auch, dass man jetzt sagt, irgendwie, das ist momentan modern oder dann geht es mal wieder zu üppigen gefüllten Tellern? Das hat nichts mit modern zu tun, das hat eigentlich mit wie viel Gängen du isst zu tun. Hast du also nur einen Gang, kriegst du eigentlich einen großen Salatteller. Ah, okay. Hast du mehrere Gänge, umso kleiner wird der Teller und umso mehr Rand ist da. Ich verstehe, dann bin ich ja mal gespannt, wie viel auf unseren Tellern heute wir ist. Wir essen ja auch drei Gänge, ne? Deswegen müssen wir auch zum Prost, Jan. Ja. Das sieht vorzüglich aus. Mal erstmal den Wein kosten. Rotwein hast du gewählt, weil der sich dem Menü gut anpasst. Ja. Also ich muss sagen, das Auge ist mit, liebe Zuschauer. Man sieht, es ist hervorragend angerichtet. Vorab noch eine Frage, du bist super viel rumgekommen. Ja. London, Amerika, Kreuzfahrtschiff, warst in vielen Küchen zu Hause. Jetzt hier mit der Kochschule hast du quasi deinen Hafen gefunden. Ja? Richtig. Du bist angekommen, das erfüllt dich. Ja, in vielen Dingen. Erstens, man kommt sehr viel Kontakt mit den Gästen, was man so in der Küche gar nicht kommt. Es sind auch andere Arbeitszeiten, die kann man ja dann selbst bestimmen. Und es macht auch viel Spaß, also dieses Lehrer-Image kommt dann rüber, dass man Leuten auch was beibringt, was man kann. Und das finde ich halt sehr gut. Rundum zufrieden. Das ist natürlich schön und freut natürlich dann auch die Gäste und die Kursbesucher. Ja. Vielleicht wäre so ein Kurs natürlich ja auch mal was für Sie. Also hier ist man auf jeden Fall auf alles vorbereitet. Jetzt ist aber wirklich Zeit zu probieren. Das sieht wahnsinnig lecker aus. Haben wir also die Vorspeise. Du kannst gerne noch mal sagen, was ist das jetzt genau? Ja, also wir haben hier frische Blattsalate mit karamellisierten Nüssen, gebratenen Speck, sortierten Birnen, Harzer Roller in Sesammantel und das Ganze in einer Parmesan-Hippe oder Haube. Allein für die Vorspeise kann man ja schon eine halbe Karte im Menü ausfüllen. Schmeckt sehr lecker. Die einzelnen verschiedenen Geschmackskomponenten, wahnsinnig gut. Natürlich ist es sonst nicht so, dass man alle Speisen auf dem Tisch hat, aber wir sind natürlich in der Kochschule und wir wollten natürlich auch präsentieren, was wir heute gemacht haben. Ich möchte Ihnen natürlich nichts voressen, deswegen schlage ich vor, dass wir beide uns das jetzt hier schmecken lassen. Ich hoffe, Sie haben auch ein bisschen Appetit bekommen und Ihnen hat es gefallen, liebe Zuschauer. In diesem Sinne, guten Appetit. Ich freue mich aufs nächste Mal. Das war Tag auch für heute. Mein Team und ich sagen Tschüss.
I just came to say hello.